Hochverehrte Damen und Herren, liebe Unterstützerinnen und Freunde, werte Mitglieder. In letzter Zeit erreichen uns immer mehr Hilferufe von Patientinnen, denen bei Verkehrskontrollen durch die Polizei ein Cannabiskonsum nachgewiesen und der Führerschein abgenommen wurde. Es handelt sich praktisch immer um Personen, die erhebliche gesundheitliche Beschwerden mit Cannabis lindern, die dies allerdings nicht immer auf legalem Wege tun, sondern auch mit Cannabis aus illegalen Quellen. In diesem Video stellen wir alle Informationen zur Verfügung, die in Österreich zum Thema Cannabiskonsum und Führerschein relevant sind. Chronologisch, Schritt für Schritt, erklären wir alles anhand der 10 häufigsten Fragestellungen. Frage 1. Cannabis und Straßenverkehr. Was ist verboten? Wenn Sie Cannabis zu sich nehmen, egal ob das durch Rauchen von illegalen Blüten geschieht oder durch Essen von daraus gefertigten Backwaren oder durch die Einnahme von ärztlich verschriebenen Tropfen aus der Apotheke, dann laufen Sie immer Gefahr, bei einer Verkehrskontrolle und anschließenden Untersuchung durch den Polizeiarzt eine Fahruntauglichkeit aufgrund von Beeinträchtigung durch Suchtgifteinnahme attestiert zu bekommen. Es ist daher immer mit absoluter Gewissenhaftigkeit von Ihnen persönlich zu hinterfragen, ob Sie wirklich fahrtauglich sind. Seien Sie dabei ehrlich zu sich selbst und handeln Sie entsprechend mit Eigenverantwortung. Wichtig ist zu wissen, dass auch eine ärztliche Verschreibung nicht davor schützt, eine Strafe wegen Fahrens unter Suchtgiftbeeinträchtigung zu bekommen, einschließlich eines temporären Führerscheinentzugs. Auch wenn Sie von ärztlich verschriebenen Mitteln beeinträchtigt sind, ist Ihnen die Teilnahme am Straßenverkehr nicht erlaubt. Das gilt auch für Beeinträchtigung jeder anderen Art, etwa durch Übermüdung. Frage 2. Wann bin ich vor dem Gesetz wegen Suchtgift im Blut beeinträchtigt? In Österreich liegt der Grenzwert für THC im Blutserum bei 0,00%. Sobald in Ihrem Blutserum auch die geringste Menge THC enthalten ist, wird ein Führerscheinentzug und alles, was damit zusammenhängt, rechtlich legitim. Fahren Sie daher niemals, wenn Sie akut unter dem Einfluss von THC stehen. Die einzigen Menschen, die eine Chance haben, trotz THC im Blut ungestraft davonzukommen, sind Menschen mit ärztlicher Verschreibung eines THC-Medikaments. Aber eine Garantie dafür gibt es niemals. Frage 3. Wann und wie lange bleibt THC im Blut nachweisbar? Hier gibt es erhebliche Unterschiede. Wenn Sie Cannabis nur fallweise konsumieren, sollten Sie mindestens 24 Stunden lang, bestenfalls 48 Stunden lang kein Fahrzeug lenken. Nach diesen 48 Stunden sind zwar immer noch die Abbauprodukte von THC im Blutserum nachweisbar, diese sind aber kein Beleg für eine Beeinträchtigung und berechtigen die Behörden nicht dazu, Ihnen den Führerschein zu entziehen. Wenn Sie regelmäßig Cannabis konsumieren, hängt es sehr von der gewohnten Menge ab. Je höher die tägliche Konsumation ausfällt, desto länger bleibt auch das THC im Blut nachweisbar. Wenn Sie etwa abends täglich 1 bis 2 Cannabis-Zigaretten rauchen, sollten Sie mindestens eine Woche mit Abstinenz vergehen lassen, bevor Sie wieder relativ sicher am Straßenverkehr teilnehmen können. Und wenn Sie sozusagen täglich und fortlaufend den ganzen Tag über Cannabis konsumieren, sollten Sie überhaupt nicht fahren. Nehmen Sie dann erst wieder nach mindestens 6 Wochen totaler Abstinenz am Straßenverkehr teil. Eine Ausnahme bilden hier nur Personen, die eine ärztliche Verschreibung eines THC-haltigen Medikaments haben. Bei solchen Personen wird ein moderater Gehalt von THC im Blut, solange er der ärztlich verschriebenen Menge annähernd entspricht, noch am ehesten von den Behörden als nicht beeinträchtigend akzeptiert. Frage 4. Wie verhalte ich mich bei einer Verkehrskontrolle? Wenn Sie Cannabis konsumieren, egal wie häufig und wie viel, dann sollten Sie bei einer Verkehrskontrolle einen sogenannten Drogenschnelltest ablehnen. Zumeist wird dies ein Harntest sein und dieser fällt auch positiv aus, wenn Sie nur die rechtlich unbedenklichen THC-Abbauprodukte im Blut haben. Speicheltest und Haartest sollten Sie immer grundsätzlich kategorisch ablehnen, auch wenn Ihr letzter Konsum viele Wochen zurückliegt.
Sie haben ein uneingeschränktes Recht auf diese Ablehnung und Sie ersparen der Polizei mit der Ablehnung eigentlich nur einen unnötigen Aufwand. Dem Amtsarzt, korrekt eigentlich Polizeiarzt, werden Sie im Anschluss nämlich so oder so vorgeführt. Frage 5. Wie verhalte ich mich bei der Untersuchung durch den Polizeiarzt? Wenn Sie nach einer Verkehrskontrolle aufgrund einer Ablehnung oder auch Absolvierung eines dann positiven Drogenschnelltests dem Polizeiarzt vorgeführt werden, wird dieser Ihnen Fragen stellen und einige Tests mit Ihnen durchführen. Das sind Tests, um Ihre körperliche Verfassung, Ihr Balancegefühl und Ihr Koordinations- und Reaktionsvermögen zu testen. Bleiben Sie hier stets freundlich und kooperativ und befolgen Sie die Anweisungen der Beamten gewissenhaft. Antworten Sie kurz, schweifen Sie nicht aus, plaudern Sie nicht, sagen Sie nur das absolut Notwendigste und auch wenn Sie sich völlig nüchtern und absolut unbeeinträchtigt und fahrtauglich fühlen. Wundern Sie sich nicht, wenn Ihnen der Polizeiarzt nach Durchführung der Tests eine Fahruntauglichkeit attestiert. Machen Sie sich bewusst, dass dies nicht aus persönlicher Abneigung oder dergleichen passiert. Sie müssen verstehen, dass die Polizei ein Mittel in der Hand haben muss, um fahrbeeinträchtigte Personen in jedem wie auch immer gearteten Fall aus dem Straßenverkehr entfernen zu können. Dies ist absolut nötig, um die öffentliche Sicherheit gewährleisten zu können und die Verwaltung wird dies stets unterstützen. Wehren Sie sich also nicht, protestieren Sie nicht. Die Polizei sitzt immer auf dem längeren Ast und Sie werden den kürzeren ziehen. Frage 6. Soll ich einer Blutabnahme durch den Polizeiarzt zustimmen? Hier ist die Antwort eindeutig ja. Wenn Sie ablehnen, haben Sie ein halbes Jahr lang keinen Führerschein und es trifft Sie die volle Härte behördlicher Bestrafung und Bemaßnahmung für solche Fälle. Wenn Sie erstmals mit Cannabis am Steuer erwischt werden, Sie also im Behördenjargon Ersttäter sind, dann wird die Strafe deutlich glimpflicher ausfallen, wenn Sie sich Blut abnehmen lassen und auch den Rest der Prozedur über sich ergehen lassen. Frage 7. Mir wurde der Führerschein wegen illegalem Cannabiskonsum abgenommen. Was jetzt? Nach der oben beschriebenen Prozedur können Sie nur noch nach Hause gehen und abwarten, bis der Blutbefund und andere Schreiben der Behörden bei Ihnen einlangen. Wird in Ihrem Blutserum THC festgestellt und Sie haben keine ärztliche Verschreibung dafür, dann setzt es beim ersten Mal voraussichtlich einen Monat Führerscheinentzug. Weiters bekommen Sie eine Geldstrafe, müssen eine Führerschein-Nachschulung absolvieren und ein verkehrspsychiatrisches Gutachten einholen. Das alles zu Ihren eigenen Kosten. Außerdem müssen Sie den Laborbluttest selbst bezahlen. Insgesamt bewegen sich die Kosten dafür zwischen 1.500 und 3.000 Euro. Und höchstwahrscheinlich müssen Sie über einen längeren Zeitraum hinweg regelmäßig Drogenharntests im Labor absolvieren und an die Behörden abliefern. 6 Monate sind hier durchaus üblich. Es hat keinerlei Sinn, sich dagegen zu wehren. Sie sind chancenlos. Frage 8. Mir wurde der Führerschein wegen Cannabis abgenommen, obwohl ich eine ärztliche Verschreibung habe. Was jetzt? Konnten Sie trotz Vorweisens einer ärztlichen Verschreibung eines THC-haltigen Medikaments wie Dronabinol oder Sativex dem Polizeiarzt nicht davon abbringen, Ihnen den Führerschein zu entziehen, dann kümmern Sie sich gleich im Anschluss darum, diesen wieder zurückzuerhalten. Legen Sie den zuständigen Behörden Ihre gesundheitlichen Befunde vor und bitten Sie Ihren Arzt um eine Bescheinigung, dass Sie auf dieses Medikament eingestellt sind und im Normalfall keine Beeinträchtigung ihrer Fahrtauglichkeit zu erwarten ist. Es sollte dann maximal ein paar wenige Tage dauern, bis Sie Ihren Führerschein wieder haben. Sie werden eine Strafe und den Bluttest bezahlen müssen. Zusätzliche Maßnahmen wie Nachschulung etc. sind aber nicht unwahrscheinlich. Sie haben zwar Patientenstatus und die Behörden sollten kranke Menschen eigentlich nicht schikanieren. Dass trotzdem eine Nachschulung gefordert wird, ist leider nicht auszuschließen. Frage 9. Kann ich zukünftige Führerscheinabnahmen vermeiden und trotzdem weiter Cannabis konsumieren? Dies ist in Österreich ausschließlich denkbar, wenn Sie vom Arzt ein Cannabispräparat verschrieben haben. Dann dürfen Sie auch im Straßenverkehr THC im Blut haben, solange Sie nicht davon beeinträchtigt sind. Ob Sie beeinträchtigt sind, entscheidet zwar weiterhin der Polizeiarzt,
aber sie werden dann zumindest nicht wie ein suchtgiftabhängiger Straftäter behandelt. Wohlgemerkt kann im Blutserum nicht unterschieden werden, ob ein THC-Gehalt von einem Cannabis-Arzneimittel oder von illegalen Cannabisblüten herstammt. Einziger Indikator für die Behörden ist dann die Menge des THC in ihrem Blutserum. Es sollte immer in dem Bereich liegen, der ungefähr der verschriebenen Arzneimittelmenge entspricht. Ansonsten sind die zuvor erwähnten Maßnahmen trotz ihrer ärztlichen Verschreibung nicht auszuschließen. Frage 10. Ich habe eine Cannabis-Verschreibung in Deutschland. Darf ich in Österreich Auto fahren? Für Patientinnen aus Deutschland oder Tschechien, die Cannabisblüten über den Arzt aus der Apotheke beziehen, ist höchste Vorsicht geboten in Österreich. Sie dürfen diese Blüten in Österreich weder einführen noch konsumieren. Zwar mag es hier Möglichkeiten geben, etwaige Führerscheinabnahmen über bundesdeutsches oder europäisches Recht anzufechten, das deutsche Cannabisgesetz ist aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Videos noch zu kurz gültig, um verlässliche Angaben darüber zu machen. Lassen Sie sich am besten nicht erwischen und verweisen Sie bei Verkehrskontrollen immer auf Ihre ärztliche Cannabisverschreibung. Weisen Sie diese am besten schriftlich vor. Dann gestalten sich die Folgeschäden hoffentlich etwas milder. Abschließend sei noch erwähnt, dass die Attestierung von Fahruntauglichkeit durch einen Polizeiarzt nahezu unanfechtbar ist. Sie könnten sofort nach der Führerscheinabnahme zu ÖAMTC oder ARBÖ oder ADAC rasen und einen Fahrtauglichkeitstest machen, oder Sie besuchen sofort danach einen anderen Arzt, der Ihnen Fahrtauglichkeit bescheinigt, dann können Sie versuchen, die Diagnose des Polizeiarztes anzufechten. Praktisch aber wird das mit wahrscheinlich 100%iger Wahrscheinlichkeit erfolglos bleiben. Wenn Sie also jetzt bereits Ihre gesundheitlichen Beschwerden mit Cannabis lindern, aber noch keine ärztliche Verschreibung dafür haben, dann gehen Sie jetzt zu Ihrem Arzt und lassen Sie sich ein Cannabis-Medikament verschreiben. Erneuern Sie diese Verschreibung quartalsmäßig und beziehen Sie die verschriebene Menge auch aus der Apotheke. Bestenfalls sorgen Sie mit Ihrem Arzt dafür, dass Ihre Behandlung mit Cannabis auch von der Krankenkasse anerkannt und bezahlt wird. Dann werden Ihre Probleme damit im Straßenverkehr deutlich geringer ausfallen. Sollte Ihr Arzt nichts von Cannabismedizin verstehen, dann wenden Sie sich gerne an uns. Die AG Canna verfügt über zahlreiche Kontakte zu Ärzten in ganz Österreich, die sich mit Cannabis auskennen und Ihnen bestimmt helfen und beistehen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.